Wir brauchen mehr statt weniger sozialwissenschaftlicher Bildung. Ganz besonders in diesen Zeiten wachsender Herausforderungen in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus, Rassismus und Populismus. Weil sozialwissenschaftliche Bildung so wichtig ist, studiere ich Sozialwissenschaften und Englisch auf Lehramt an der Universität Duisburg-Essen. Ich heiße Anna Pietsch, ich komme aus Duisburg und beende gerade mein Studium mit meiner Masterarbeit. Ich habe während meiner Schulzeit im Sozialwissenschaftsleistungskurs langsam das Interesse an Politik und an sozialwissenschaftlichen Inhalten und Prozessen gelernt und auch erfahren durch meinen SOWI-Lehrer damals. Aktiv geworden bin ich im Zuge dessen allerdings noch nicht. Das kam erst später, als ich das, was ich in der Schule gelernt habe, im Studium vertiefen und später auch in der Praxis umsetzen konnte. Das habe ich gemacht mit verschiedenen Berufs- und Praktikumserfahrungen. Und genau das ist auch das, was ich den Schülern später mitgeben möchte. Ich möchte als Lehrerin authentisch Inhalte vermitteln, die ich selber erlebt habe, damit sie sich auch außerhalb des Klassenraums informieren, weiterbilden und im besten Fall natürlich mündige, aktive Bürger werden. Angefangen habe ich an der Universität selber in der Politikwissenschaft. Ich bin durch verschiedene Anstellungen gegangen und habe unter anderem Organisationsskills und Kommunikationsskills mir da aneignen können und mich viel mit den Inhalten der Politikwissenschaft dementsprechend beschäftigt. Und so konnte ich mein Erfahrungswissen und Strukturwissen über universitäre politische Lehre und über politische Inhalte erweitern. Abgesehen von meinen Anstellungen an der Universität habe ich während des Studiums auch versucht, meine Erfahrung in der Lehre auszubauen. Das habe ich gemacht, indem ich als Vertretungslehrkraft gearbeitet habe, vornehmlich mit kleineren Schülern, also 5., 6. Klasse. Und zusätzlich gebe ich schon seit mehreren Jahren in der Erwachsenenbildung Englischkurse. Bezogen auf die Praxisphase im Studium, das Berufsfeldpraktikum, hatte ich das Glück, mir mein Praktikum im Deutschen Bundestag anrechnen lassen zu können, welches ich direkt nach dem Abitur absolviert habe. Das Praktikum habe ich bei Bärbel Baas absolviert, der Duisburger Bundestagsabgeordneten aus meinem Wahlkreis. Und im Zuge dieser Connection habe ich im Laufe des Bundestagswahlkampfs letztes Jahr angefangen, sie als studentische Hilfskraft zu unterstützen. Jetzt ist sie Bundestagspräsidentin. Vor einigen Wochen war ich zusammen mit meiner Kollegin beim Teachers Day in Bochum. Dort hat Bärbel Baas das Grußwort gehalten und im Anschluss habe ich sie mal gefragt, warum Praxiseinsätze für angehende, vor allem Sozialwissenschafts- und Politiklehrkräfte, denn überhaupt so wichtig sind und warum sie diese so engagiert fördert. Warum sind denn Praxiserfahrungen im politischen Betrieb gerade für angehende Lehrkräfte so wichtig? Erstens, um Vorteile abzubauen. Das ist ja immer so das Erste, wenn man mal in verschiedene Berufe guckt. Auf der anderen Seite, die Lehrerinnen und Lehrer, die am Ende Politik auch vermitteln sollen in der Schule, müssen natürlich auch wissen, wie funktioniert dieser Apparat eigentlich. Also es steht viel in Büchern, aber der praktische Hinweis, wie läuft das hinter den Kulissen ab im Deutschen Bundestag, das ist so wertvoll und wichtig, einfach um auch viele Dinge zu verstehen. Und ist das auch der Grund, warum du Praktika gerade in deinen Büros so engagiert förderst? Zum einen fördere ich das deshalb, weil man vieles nicht weiß. Also ich glaube, den Einblick einfach mal in ein Büro auch zu bekommen, was macht eigentlich so ein Abgeordneter neben dem, was ich im Fernsehen sehe, drumherum noch den ganzen Tag. Und ich selber mache übrigens auch selber Praktika, also um selber auch in die Berufe zu gucken, weil ich muss ja auch politische Entscheidungen treffen über Berufe, die ich gar nicht kenne. Also mache ich auch immer Praktikumstage und ich finde diese Eindrücke immer so wertvoll, dass ich einfach, auch wenn es nur kurz ist, verstehe, worum geht es in dem Beruf, wo sind die Probleme, was kann man politisch an Rahmenbedingungen verändern. Und ich denke mal, so geht es ja auch angehenden Lehrerinnen und Lehrern, die einfach sagen, ich will auch mal reingucken, wenn ich das vermitteln soll, will ich auch wissen, wie der Betrieb läuft. Das sind immer nur, klar kurze Praktika, aber die sind enorm wichtig, einfach um Verständnis für beiderlei Seiten zu entwickeln. Diese Perspektive kann ich jetzt im Nachhinein nur bestätigen. Meine Praxiserfahrungen, die ich vor, während und jetzt auch noch nach meinem Studium sammeln kann, helfen mir enorm dabei, mich auf die Challenge des Referendariats vorzubereiten. Gerade als angehender SOWI- oder Politiklehrer halte ich es für total wichtig, einmal mitzubekommen, was politisch um einen herum geschieht, um auch wirklich Interesse daran entwickeln zu können. Interesse ist das, was ich Schülern vornehmlich vermitteln möchte. Und im Sinne dessen freue ich mich jetzt auf die Herausforderung des Referendariats.
created using Powtoon.